freue mich jetzt auch. Begrüßen werde ich euch gleich mit einem Bäumchen, den ich bei mir aus dem kleinen Wald ausgraben werde. Bleibt dran, bleibt gespannt. Und trotzdem, dass wir milde Temperaturen haben, geht es heute um Frau Holle. Und los geht's. So, um diesen kleinen Holunderbaum soll es heute gehen. Den werde ich jetzt mal versuchen, da rauszuholen. Der stand jetzt ein Jahr bei mir in meinem Kleinwald. Sollte also unkompliziert da herausgehen. So, da hätten wir ihn. Ja, bevor ich mir nun den Baum auf die Terrasse hole, will ich ihn doch etwas putzen. Die Gartenerde bleibt gern draußen. Hier, ich mache das an Wurzeln vorhanden erstmal vorsichtig weg. Will dann euch noch etwas zeigen zum Thema Durchwurzelung und Abschnüren von Wurzeln, dass es doch nicht so stattfindet, wie in der Theorie oft behauptet. Aber ich mache das Ganze erstmal sauber und dann schauen wir uns das aus der Nähe an. Jetzt könnt ihr ihn schon mal sehen von der schönen Seite, von der Ansichtsseite. Ich lasse ihn jetzt noch einige Zeit lang abtrocknen und dann geht es auch schon auf die Terrasse und wir schauen uns den Baum etwas aus der Nähe an. So, hier drin ist es nun schon um einiges angenehmer. Im heutigen Video soll es mal um meinen Holunder gehen. Meinen Hofholunder, hätte ich fast gesagt. Ja, was habe ich mit ihm vor? Er war nun bei mir ein Jahr in meinem Außenwald gestanden. Alle Bäume bei mir befinden sich ja in der Vorbereitung. Keiner davon ist ein fertiger Baum. Und so ist es Zeit, hier auch mal nach den Wurzeln zu sehen. Dazu hole ich euch auch später etwas näher ran. Ihr seht hier einiges an tatsächlich dicken Wurzeln, die durch diese dünnen Felder da nach draußen gewachsen sind. Da werde ich fragen, was macht die Flasche hier? Und was habe ich anfangs erzählt von einer Frau Holle? Ich habe im Vorfeld mal etwas gegoogelt, etwas recherchiert. Was gibt es denn überhaupt schon in Richtung Bonsai bei dem Holunder? Und allzu viel habe ich nicht finden können. Aber einen sehr schönen Beitrag von einem, weiß nicht, wie man das nennt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, der sehr schön zum Thema Holunder berichtet hat. Was ich mir daraus mitgenommen habe, interessanter, lustiger Satz: Willst du aus dem Leben scheiden, musst du den Holunder schneiden. So, aus dem Leben scheiden habe ich nicht vor, haben wir alle nicht, deswegen mahnet Worte. Und aus diesem sehr schönen Bericht von dem guten Mann mitgenommen: Bei Vollmond ein Bier, eine Milch oder Vergleichbares der Frau Holle widmen. Das ist nicht die Frau Holle, die mit dem Bettlaken, mit dem Kopfkissen da den Schnee schüttelt. Nein, das ist wohl die Urgöttin, die Frau Holle. Dieser Frau Holle zu Ehren soll man quasi einen, naja, man soll da etwas opfern. Bier oder Milch. Milch habe ich nicht so viel da, die brauche ich für den Kaffee. Von dem Bier konnte ich etwas abgeben. Das zählt mir nun den Beweis. Ganz die 14 Tage habe ich noch nicht abwarten können und wollen und somit wird auch heute noch nichts geschnitten. Somit ein paar Tage warten muss ich dann noch.
aber was wohl sein darf, man darf mit Sicherheit einige Knospen entfernen. Ja, und so starten wir das Ganze mal. Was ich euch mal aus der Nähe zeigen möchte, sind diese Wurzeln, die hier durchdringen. Und gucken wir mal, ob man das so hinbekommt. Was macht so eine dicke Wurzel mit diesem Gitter, mit diesem kleinen Loch? Sie macht es nicht kaputt in dem Falle. Sie ist durchgewachsen und hätte sich an der Stelle tatsächlich selbst abgeschnürt. Gut, so lange wollte ich hier nicht warten. Schauen wir hier mal. Die ist schon etwas dicker. Und mein Messer etwas stumpf. Auch hier hätte die Wurzel sich tatsächlich abgeschnürt. Bis dahin stimmt die Theorie noch. Kommt, so meine Erfahrung, auch auf den Baum an, auf dessen Wurzeln. Weil ich hatte schon einige Exemplare, die haben einfach diese Plastik regelrecht auseinandergedrückt mit deutlich härterem Holz, als hier der Holunder uns das zeigt. Ja, so holen wir den Baum hier raus. Aber dazu werde ich wohl noch einige Wurzeln wegschneiden, bevor ich hier alles zerreiße. Nur der Vorteil von stumpfen Messern, man schneidet sich seltener. Natürlich bei einem Rostmesser auch nichts helfen würde. So, hier gut zu sehen, meine Drainageschicht hat es natürlich in meinem kleinen Wald nicht gebraucht, aber war ja auch anfangs nicht so angedacht. Ja, was habe ich vor? Ich werde jetzt die nach unten gewachsenen Wurzeln entfernen, werde den Baum in, naja, nicht in dieses Körbchen, nehmen wir da ein neues, setze den Baum dann unmittelbar hier auf flächig auf eine EPDM-Folie, sodass zukünftig keine Wurzeln mehr nach unten wachsen können und ich hier einen flachen Wurzelteller fördern möchte und bekommen werde. Ja, wie ihr seht, ich habe den Wurzelteller doch mal etwas gespült. Erst hatte ich das nicht vor, aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Mehr auswaschen will ich auch nicht, werde ich auch nicht tun. Was kann ich machen? Noch etwas Wurzeln sortieren. Weil das ist ja eine super Chance, wenn man einmal topft. Ich schneide jetzt mal die Wurzeln weg, die mir hier nicht gefallen. Und werde dann auch beim
Topf mal versuchen, den Wurzelteller etwas nach oben zu nehmen. So, hier zum Beispiel auch eine, die unmittelbar senkrecht nach oben wächst. Die ich abschneiden erstmal nicht. Ich versuche die mal so nach unten zu legen. Bin ich auch zufrieden. Die hier nehmen wir raus. Das hier ist eine ziemlich dicke Wurzel. Finde ich auch erstmal ganz schick. Und so auch hier die etwas nach unten gelegt. Ja, an dieser Stelle reicht mir das auch. Das erste, was ich jetzt noch mache, ist den Wurzelteller etwas in seinem Außenmaß reduzieren. Ja, soweit bin ich ganz zufrieden. Habe ich jetzt tatsächlich entschieden, das packe ich jetzt erstmal auf Seite, den alten Pflanzkorb doch nochmal zu verwenden. Er ist weniger kaputt, als ich dachte oder befürchtet hatte. Daher kommt er hier nochmal rein. Ja, das ins Substrat setzen mache ich im Schnelldurchlauf und danach schauen wir uns nochmal die Knospen etwas aus der Nähe an. So, wir haben es etwas in die Mitte gerückt. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, so dass ich ihn jetzt mal kurz im Kreise fahren lasse. Was will ich jetzt noch machen? Die teils zu sehend, sowas hier, Knospe, die kommt raus, machen wir gleich. Diese in diesen Achseln drin nehme ich raus. Und so hange ich mich jetzt da Knospe für Knospe entlang, überlege, was kann man brauchen, was kann weg. Aber ich lasse die euch erstmal im Kreis fahren, sodass ihr etwas mehr noch Einblick bekommt. Hier, das war der alte Stamm, den ich an der Stelle gekürzt hatte, ungefähr 2 Jahre her, vielleicht sogar schon 3 Jahre. Mit Kallus ganz gut überwachsen das Ganze und möglicherweise ist das ein Kandidat für etwas Totholzgestaltung. Aber definitiv dieses Jahr nicht mehr, das wäre dann was für Start 2024. Ich warte mal, bis der Baum hier rumkommt. Man sieht hier schon diese Verdickung, die ist jetzt ja, an der Stellung quasi übermaßen dick. Die könnt ihr mal rausnehmen, rausfräsen.
Ja, und so sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Wie unschwer zu erkennen war, Start-Umtopf-Saison 2023, begonnen heute mit dem Holunder. Etwas mystisch bekleidet anhand der Göttin Frau Holle, der Urgöttin Frau Holle. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung den Link zu diesem YouTube-Video, dauert nicht allzu lang, sehr, sehr schön erklärt. Auch sehr gut erklärt, was Heilkraft von Holunder angeht, angefangen von den uns bekannten Blüten, Tee, Beeren, woraus man irgendwelche Sachen gemacht hat, auch aus der Rinde wurde medizinisch Produkte gewonnen. Es war wohl der Medizinschrank damals des Bauern. Für allerlei Heilwirkungen wurde dem Holunder Positives nachgesagt und man hat auch wohl auch gesprochen, man hat ihn nie angesät, angepflanzt, er kam von allein, er wurde durch den Wind angeweht an Schuppen und Hauswänden, man kennt es ja. In dem Falle habe ich ihn gefunden. Er ist bei mir in eine Pflanzschale gewandert und nach nun inzwischen, ich glaube, 3 Jahren auf einem richtig guten Weg. Holunder etwas schwer zu gestalten, weil aufgrund des Längenwachstums und der großen Blätter muss man schauen, dass man die Äste etwas auseinander bekommt und doch etwas längere Internodien zulässt. Sonst wirkt das Ganze nicht, aber hier bin ich soweit zufrieden. Aus diesem Grund auch habe ich ihn rausgenommen aus meinem Kleinwald, weil er dort etwas untergeht. Ja, wie anfangs erzählt, alle Bäume bei mir in der Vorbereitung. Meine Erfahrung mit dem Einlassen in den Gartenboden nur positiv. Man hat es gesehen, die Wurzeln finden ihren Weg nach draußen und wenn man da irgendwo das Gießen doch mal verpasst, alles nicht so schlimm. Nährstoffe, Feuchtigkeit finden die Wurzeln außerhalb dieser Pflanzschale und bei Bedarf, so wie hier, etwas Rückschnitt, kein Problem. Und so darf auch der Baum in die neue Saison starten, so wie wir derzeit alle. Und ich schaue mal, was ich euch im nächsten Video präsentieren kann. Bleibt gespannt, lasst mir gern ein Abo da. Auch hier nochmal erwähnt, kostenlos für alle, die das vielleicht nicht so wissen. Einfach auf den Button gedrückt, auch möglicherweise auf die Glocke, sodass ihr kein neues Video von mir verpasst. So verabschiede ich mich bei euch. Danke nochmal fürs Zuschauen. Bis nächste Woche wieder Dienstag, 18 Uhr. Tschüss. Oh, bist schön geworden.